Hallöchen, liebe Wimmelbildfreunde und die es vielleicht noch werden wollen. Willkommen zurück zu Enigmatis 3, die Schatten von Karkala. Ja, was ist in der letzten Folge passiert? Wir sind mit Ach und Dach mit dem Leben davongekommen. Leider der alte Mann hier am Boden leider nicht. Der wurde anscheinend vom Prediger erstochen. Und ja, wir sind jetzt hier in dieser Bude. Was zur Hölle war das? Okay, haben wir wenigstens ein bisschen Luft, aber da ist irgendwas vorbeigehuscht. Ja, ich schaue mich jetzt mal woanders um. I'll do it. Okay, dazu haben wir den Schlüssel leider noch nicht. Da wissen wir noch nicht, was wir machen müssen. Was war das jetzt? Machen müssen? Habe ich die Stimme verloren, hey. Look. Both Preacher and Raven. Why was this old man so interested in the Reapers? Okay. Ich fürchte die Reaper nicht, sagte ich ihm. Existieren sie überhaupt noch? Niemand hat sie seit Jahrzehnten gesehen. Sie existieren noch, sagte er, aber sie sind zu mächtig für uns. Zum Glück sind wir nicht schutzlos, um gegen sie zu kämpfen. Musst du Folgendes wissen. Okay, da fehlt die Seite. A way to defeat the Reapers? Do you think he meant the dagger, or is there another way? Hard to say. Someone was willing to kill for this information, or to keep it secret. Okay, hier ist mal eine Feder. Süßes Kind, ja. Invisible Ink. Okay, kann ich jetzt sonst noch was gucken? Hm, hey, das ist die Schärfe von Abschluss. Sie ist jetzt wesentlich schlimmer aus. Ja. War unsere Schuld. An was hat sie gearbeitet? Das würde ich auch gern wissen. It'll take some time to dig through all this. Tell me if you need any help. Okay. Er kommt. Ich habe alle Chroniken im Keller versteckt. Der Schlüssel ist das Bücherregal. Erinnere dich an meine Lehren, Po. Erfülle dein Schicksal. BS, stelle sicher, dass die Dorfbewohner weit weg und in Sicherheit sind. I wonder if those chronicles can tell us more about how to defeat the Reapers. Yep. Ja. I'm afraid that this mechanism requires the books to be arranged in a specific order. I think I saw a photo that shows how to put them. Okay. Take a look. It should be in this box. Okay. Zielen, Frühling 2010. Okay. Hm, ich frage mich, ob das richtig ab. Man ist nur einen Weg herauszufinden. Okay. Sonst kann ich ja nichts mehr machen. Ah, okay. Natürlich ist es gut, wenn das Baby oder so das Ganze verdeckt. Okay.
Okay, jetzt müssen wir es nach der Reihenfolge drücken. Ich glaube, das Größte fängt an und dann das Kleine, oder? Okay. Dann vielleicht die 3. Das war doch richtig. Ja, mit was fange ich dann hier an? Okay, dann haben wir das hier. Keine Fehler. Aber der Schlüssel. Sure had a lot of stuff, this guy. Ist hier irgendwo wieder ein böses. Böse Seele? Da. Ist hier irgendwo eine Feder? Nö. Wait. Look closer. Hier ist keine Feder. Doch, da ist eine Feder. Und keine Blume hier leider. This book looks exactly like the one we found earlier, but I've never seen this language before. It has all its pages, too. Weren't some missing from the other one? Probably. But we can't be sure until we translate it. Okay. Eine Sache möchte ich noch machen. Der Kessel ist leer. Ist da irgendwo Wasser? Ich glaube, hier war Wasser, oder? Ist hier irgendwo ein Feder oder so? Oder Blume? Ich bin da echt narrisch bei sowas drauf, aber okay. Schon wieder dieser Schatten. Bilde Paare von Symbolen aus der Chronik, um den Wörterbuch und den Text zu übersetzen. Okay. This wrath of God, do you think we could use it against him? I'm not sure, but it's worth a try. The hermit was murdered, but what was the motive? It seems the old man was observing the Reapers for a long time. I have no idea who he was, but he knew a lot about them. He discovered a way to cause them harm, and he paid for it with his life. According to these writings, it's something called the Wrath of God. It has the power to defeat the Reapers. The wrath of God needs something called a holy flame to be activated. A weapon, maybe? Whatever it is, we need to find it. Okay,
Get away from the window! Oh, God. To the basement! Keep searching for the preacher. I'll find you. Help him! Ouch! Great. Wonderful. I need to get out of here. Ja, da hat uns tatsächlich irgendein Flugtier angegriffen, das uns auch im ersten Teil gerammt hat. Okay, hier brauchen wir eine Art Schlüssel. Aber hier weiter schauen kann ich nicht. Hier ist auch kein böse Seele wieder. Hier uns das nächste Himmelbild, schätze ich mal. Yep. So, dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal hier das Ganze füllen. Das finde ich so schön. So, Mandala ist das, oder? Kann ich hier mit irgendetwas interagieren? Oh, so ein Tässchen Milch wäre doch jetzt was Feines. Schön. Einfach schön. So. Das ist die Zornmaske. Tasse Milch. Endlich wird es mal richtig übersetzt. Habe ich hier irgendwo Nullholz oder sowas in der Richtung hier? Da haben wahrscheinlich so ein Zettel rein, oder? Hallo, Glückskeks. Gebetsrat. Was ist denn ein Gebet? Ach so, das ist hier drin. Wahrscheinlich ist das ein Gebetsrat, genau. Goldgriff. Ewigkeit. So, Mandala ist das. Habe ich doch richtig gehabt. Sellerie. Eine Glocke. Honig. Rauch. Und Pilze. Jawohl, wieder schön alles nach der Reihe. Einwandfreie Treffer. Jawohl. Those trees are in the way. It will be hard to get up the mountain. Maybe I could use this as a guide. Looks like the village lies right in my path. And if I get lucky, I could find this Poe there. Whoever he is. He might know something about this holy flame and wrath of God stuff. Du bist eine alte Quasseltante. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber stell dir mal vor, ihr würdet jetzt hier stehen. Und einfach nur so machen. Wäre doch so schön, oder? Einfach mal so spazieren zu gehen, ohne dass man irgendwas jagen muss oder die Welt retten muss. Einfach so hier schön lang gehen und spazieren gehen. Das wäre so schön. So, dann müssen wir halt jetzt den Weg entlang gehen hier. This is no time for guesswork. I need to know exactly where I'm going. Ja, heul halt rum. So, das war jetzt so ein Schwenker. This forest is just too vast. Ah. Mimi, halt doch deine Klappe. Entschuldigung. Frau ist so eine Meckerliese. I could wander around for days if I don't find some direction. So, einmal so. Einmal so. Dann einmal so.
Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen da lang. I could wander around for days. This is no time for guesswork. I need to know exactly. Halt deine Klappe. Halt einfach deine Klappe. Du musst ja nicht den Weg entlang gehen hier. This forest is just too vast. Ich schaff das schon, Freunde, keine Sorge. Alter, wenn die jetzt wieder irgendeinen Kommentar losgelassen hätte, hätte ich der Frau in den Arsch gebissen. Aber hier ist kein böse Seele oder so. Ich glaube, diese Frau hat auch einen ziemlich knackigen Hintern. Come on, jump! I'll catch you. You can't stay there forever. Okay, erstmal schauen, ob hier irgendwo eine böse Seele ist. Da war was, da hat sich was verändert. Come on! I'll catch you. Und da war eine Blume, okay, die hatte ich jetzt beinahe übersehen. Aber hier ist keine Feder. Come on. War ja klar. A cableway. I wonder if it works. Ja, da können wir noch nichts machen. Don't be afraid. Ich glaube, jetzt haben wir schon alles angeschaut. Jetzt kommen wir, sprechen wir mit ihr. What? Oh. Hello. What are you doing here? Just passing by. Mm-hmm. All the way out here, huh? Well, I'm Brittany. I'm an archaeologist with the Karkala Expedition. Do you have any idea how to lure this kid down before she hurts herself? I'll catch you. What's your name, kid? She won't answer. She's mute. Her name's Fang. Don't be afraid, Fang. Come down from there. It's cold. You've got a gift. The kid seems to trust you. Oh my, you're bleeding. We have to treat that wound on your hand. Take the girl to the hut. I'll search the village for first aid stuff. You can look around too. We'll need stitches and bindings to dress that wound. Okay, also wenn das Kind... Come on, we'll find somewhere to warm you up. Also ich glaube, wenn das Kind mir mehr vertraut als ihr, dann scheint mit ihr aber was nicht zu stimmen. Okay, ich habe hier irgendeine böse Seele. Ich schaue mich da gerade tierisch danach um, Freunde. Da. Da ist wieder so eine Blume. Okay, die Paste ist leer, leider. Ist hier irgendwo noch eine Feder oder sowas? Ja, alles durchsuchen hier. Ich sehe aber leider keine Feder.
Okay, dann müssen wir das erst finden. Ist hier irgendwo eine Feder? Okay. Da fehlt noch was. Hier ist nix. Hallo Jan. Ich sehe, was du meinst. Die Familie war immer ziemlich langweilig. Zilin lebt wie ein Eremit, Aaron Poe herumlungert. Letzte Nacht habe ich ihn durch die Tür des Sägemühles schleichen sehen. Was hat er um Himmels Willen dort gemacht? Sie ist seit Jahren verlassen. Und dann ist noch diese dumme Expedition. Keiner will sie hier haben. Selbst Po scheint nervös zu sein. Ich sage dir, daraus kann nichts Gutes entstehen. Grüße, Xiaomai. Okay, Zigaretten. Karkolum Flokore. Weiße Feder. Er hat viele Namen. Ruheloser Geist. Weiße Feder. Der Beobachter. Seine Schreine können über den ganzen Kakala-Gipfel halt gefunden werden. Okay. Karkorums Kloster. Es gibt einige wunderschöne alte Kloster in den Karkorum-Bergen. Das älteste von ihnen steht am nördlichen Karkala-Tang. Licht und Dunkelheit. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass dieser Wandbild den ewigen Kreislauf von Tag und Nacht darstellt. Andere sind der Meinung, er stellt den mystischen Kampf zwischen Gut und Böse, dem Krieger des Lichts und dem Diener der Dunkelheit dar.